Yo, Degafu am Mikro, heute mal wieder live auf Sendung. Und zwar versuche ich heute mal den Schwierigkeitsgrad im Free-for-All ein wenig zu erhöhen, indem ich hier mit einer Klasse spiele, ohne Aufsätze auf den Waffen, ohne Zusatzperks und ohne Streaks. Mal sehen, ob das klappt. Let's go! Also, was heißt klappt? Natürlich eine Mauer. Meine ich natürlich, wa? Nicht, dass ihr denkt, hier, vielleicht klappt ein UAV oder so. Nee. So. First Blood? Ne, First Blood war es nicht, aber erster Kill schon mal. Ich werde hier auch meine Taktik anwenden, so wie ihr es kennt von mir im Freefall auf C-Town. Mal sehen, ob das was wird. Ich knapse auch schon ein wenig an dieser Aufgabe seit gefühlten 2-3 Tagen. Es ist nicht leicht, weil man einfach sich übelst nackig fühlt mit dieser Klasse. Ja, man wird gesehen, gehört. Das ist echt stressig. So. Auch ohne Sleight of Hand hier mit der MP7, ja. Weil nach 5 Schuss ist ja die Waffe leer, wenn man das Sleight of Hand reinnimmt. Und da ich ja nichts zusätzlich dazu bekomme, habe ich mich dafür entschieden. Ich muss mich wirklich konzentrieren, deswegen werde ich auch nicht so viel reden jetzt in diesem Spiel, weil es ist echt anstrengend, sich die ganze Zeit schützen zu müssen. Die kommen hier wie die Verrückten auf mich zu. Merkt ihr mal? Weil die sehen mich auf dem scheiß Radar und kommen sofort hierher geflitzt, ja? Als gäbe es keinen Morgen. Meine Fresse, Mann. Ist echt anstrengend. Ah, den kriege ich natürlich wieder nicht. So. Aber es läuft ja ganz gut, zumindest. Ich versuche jetzt mal wirklich nicht allzu offensiv zu werden. Einmal spawnt er da, ja. Das Gute ist, dass sie gerade keine Helis und keine Predator haben, weil das ist natürlich auch schlimm für mich. Hier ohne Specialist, ja, auch ohne die Proficiencies zum Beispiel, ja, bei den Waffen. Das ist echt krank. Die fallen nicht, die Gegner. Da kommt schon der erste Predator. Gott sei Dank war ich in dem Raum drin. Oh. Ohne Sitrep höre ich die natürlich auch wesentlich später. Das heißt, ich muss hier echt aufpassen, dass mir nichts Blödes passiert. So, ja, tut mir leid, dass es heute nicht ganz so flüssig ist, aber so ist es nun mal, wenn man sich konzentrieren muss. Ich habe sie auch schon fast einmal geschafft, dann bin ich bei 24 gestorben, bin ich beinahe ausgerastet, mein Pad habe ich fast in die ewigen Jagdgründe geschickt. Aber es war mir dann doch ein wenig zu wertvoll. Luck. Das war Luck. Bitte komm hier hoch. Nein, er traut sich nicht. Ah! Ey. Nein! Oh, jetzt latsche ich noch fast in die Granate da rein, ey. Mein Gott, Digga, ey. Das ist echt krank im Kopf, Mann. Warum läufst du denn genau auf den Typen dazu? Musste das sein? Ich
Ich hab Angst, ich hab Angst. Bleib stehen, ich höre dich. Der ist so schnell. Warum ist der so schnell? Puh. Ja, es könnte was werden, Leute. Es könnte was werden. Das ist echt mal eine Herausforderung hier. Ihr habt mir echt was aufgebürdet hier mit euren tollen Ideen hier. Ah, der ist wieder so scheiße schnell. Ihr seht es mir hoffentlich nach, dass ich mich wirklich hier nur in diesem Bereich bewege, weil wenn ich offensiv werde, dann kann ich mich gleich einsagen. So, den Versuch starte ich hier. Schade, diesmal hat es nicht geklappt. Huh. Yes, baby. Mann, ich werde langsam richtig nervös. Leute, ich brauche Valium oder irgendwas. Nein, jetzt kommt hier auch noch so ein verfickter Stealth-Bomber. Oh Gott, ey. Was für ein übelster Slug, ey. Wie viel brauche ich noch? Ich glaube noch zwei. Bleib ruhig, Digga. Warum spawnt hier keiner? Ich werde gleich die mörderische Krise hier, Mann. Komm, noch einer, Baby. Komm. Komm, Digga. Zeig was! Jawoll, da haben wir sie, Alter! Da ist sie! Damn, I'm good! Die Moab ohne Streaks, ohne Perks und ohne Aufsätze auf den Waffen. Exzellent! See you in hell! Ja, danke für die coole Idee auf jeden Fall von einem unserer Abonnenten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich den Schwierigkeitsgrad noch ein wenig erhöhe. Bis dann. Ciao, ciao.